Feuertanz 2015. Wir haben hier das romantischste Festival Deutschlands und es geht los mit diesen Eindrücken aus der Backstage. Hey. Ein typischer Feuertanztag im Leben eines Hauptmanns und hier, aha, bis die Nille kracht, rein in die Backstage. Was machst du da? Ich betitle unsere zwei neuen wunderschönen Boote Arsche und die Titanic. Wir später in die Menge hinausgelassen werden, um unsere schönen Seemänner in die weite Welt hinauszutragen. Kostet 10 Cent, ne? Bei mir abgeben, wenn du da rein willst. Spezi-Cowboy. Das ist aber billig. Was Stefan nicht weiß, dass er in einem unserer Fanboote sitzt. Und was die Band noch nicht weiß, dass die Boote bei der Nummer 4, glaube ich, nachher nicht den Platz verlassen werden. Was Stefan nicht weiß, was er denkt, dass ich nicht weiß, jetzt wird's aber philosophisch, ist, dass er von den Miezen dann stark darin gehindert werden wird, das Boot nicht herauszugeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe auf, weil Frauen, die sich Schnurrbarthaare ins Gesicht malen, vor denen habe ich Angst. Nicht gut. Und Schwänze an dem Popo bin. Ja, das scheint ein tiefliegendes Trauma zu sein und die Mittelalter-Szene muss auf jeden Fall hoffen, dass das schnell gelöst wird, weil sonst wird Stefan diese Boote nicht rausgeben. Ein bisschen abgehen. Yeah.